Hallo und herzlich willkommen, ich bin GhostSevenF und ich habe Warzone Bingo gespielt gegen Hardy. Deswegen haben wir ein Board mit 5x5 Feldern, also 25. Das sind 25 Aufgaben, die wir lösen sollen im Ausschussverfahren. Das heißt, wenn Dennis eins gemacht hat, kann ich das nicht mehr machen. Und dabei versuchen wir, eine Linie zu treffen. Entweder diagonal, vertikal oder horizontal. Und wenn das nicht mehr geht, dann mit der Mehrheit gewinnen. Das hat Warzone Battle Royale nochmal so ein bisschen angehoben. Einfach mal wieder eine Aufgabe haben. Reingehen und was Bestimmtes versuchen. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Oh mein Gott. Ich komme gar nicht drauf klar, warum funktioniert das alles? Das Ganze ist auf Bingo Sync zu haben, falls ihr daran selber Interesse habt, gegen Freunde zu spielen. Alles kostenlos, könnt ihr genauso machen. Viel Spaß. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, ab in die Kommentare damit, Mann. Oder schlagt mir gerne mal vor, gegen wen ich spielen soll. Oh. Oh. Ein Vehikel mit einer Sniper killen. Ja, moin. Also du musst in einem Auto sitzen oder die Gegner? Ach so, wahrscheinlich den Gegner aus einem movenden Vehicle, ne? Nee, while a passenger. Also du musst der Mitfahrer sein sozusagen. Das heißt, du steigst dann halt beim Fahren um und schießt. Weil ich werde dich nicht umfassen. Es gibt auch Kill for enemies out of a moving vehicle with a sniper. Ach da, ganz oben rechts. Oh, okay. Bro, das ist ja... Okay, Shotgun-Kills sehe ich. 10 Kills mit der AR. Aber 10 ist viel, ne? Da muss man ja richtig zählen die ganze Zeit. Weil ich habe jetzt erst eine Runde gefunden. Das Spiel spielt keiner mehr. Washed, das Game. Ich habe nur gerade unten das gesehen und denke mir, soll ich das vielleicht direkt machen? Be the first squad eliminated. Okay, Chat, ich weiß ganz genau, was ich möchte. Was macht er? Wer ist er? Was passiert hier? Was? Bro, wer ist er? An enemy with a melee. Ja, nice one. Ich bin für fucking eine Minute jemand hinterhergeflogen. Das kann ich mir doch niemals merken, wie viele Kills ich mit MPs und Rifles hab. Chat, das müsst ihr euch jetzt irgendwie mal aufschreiben. Shotgun-Kills braucht man. Oh, throwing knives. Alter, das ist bestimmt voll schwer. Oh, bitte nicht runterfallen, Georg. Oh, hier ist jemand. Ja, mach. Was? Ich töte ihn. Er sagt, please no. Ich töte ihn komplett. You man. Was denkst du denn, was ich mache? Hä? Okay, Chat. Kann jemand sowas aufschreiben? Ein Eierkill habe ich jetzt. Okay, wir gehen jetzt voll auf den. Weil das ist, wo ist das Complete One Bounty Contract? Ist direkt unter dem, was ich schon habe, Chat. Wow! Let's go. Oh, oh. Oh, what the fuck? Hier ist einfach einer. Oh mein, was ist das für eine Lobby? Gustav kriegt geschenkte Lobbys. Ich krieg, du kannst es nicht glauben. Er ist weggegangen. Was? Oh, Chat, danke schön, dass ihr mitzählt. Was ist das für eine Lobby? Oh mein Gott. Also, das okay, ich glaube, das wird Spaß machen. Oh, warte. No way. No way. Wo ist das? Habe ich das geschafft gerade, Chat? Nein, ich habe nur einen ganz oben rechts. Er spielt mit Schild, Junge. Was ein kleiner Hund. Ekelhaft. Komm, lass mich self-reviven, Bro. Komm schon. Oh, 10 mit, ne? Self-revive gehört dazu. Zählt der? Ich weiß es nicht. Ging der durch? Wo ist der?
Nein! Oh, was für ein Schmutz. Eins. Ich hab, also noch nie in meinem Leben habe ich so ein Glück mit einer Lobby, glaube ich, gehabt. Das kann gar nicht sein. Unbelievable. Wir haben einen Chat. Was jetzt? Oh. Shit. Downed. Come on. Oh mein Gott. What? Ich komme gar nicht drauf klar, warum funktioniert das alles? Ja, was jetzt? Na. Oh mein Gott. Ich spiele die Runde meines Lebens. Egal, du hast die Sniper-Kills auch schon? Bro, ich hab grad so ein Glück gehabt. Das war so geil. Ja, Mann. Das hat richtig Spaß gemacht gerade. Scheiß Sweat, ey. Ich, ja. Ja, wenn Gustav so eine Bot-Lobby bekommt, was willst du machen? Ich hab wirklich ich hab 10 Kills, Bro. Ich hab die größte Bot-Lobby, die ich seit langem hatte. Komm, ich mach das jetzt zu Ende, dann machen wir noch eine Runde. Ja. Viel zu sicher, I know, aber... Fuck you. Ich glaube, wir machen das hier. No way. Er ist oben drin. Ganz oben. Naja. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich... ich will ihn so sehr mit der Erdhöhle... Oh. Oh. Okay. Erzählt leider für nix. Ich hätte gern ein Bingo hier mit komm dreimal in den Gulag, das wäre schön. Chat, ich probiere das jetzt mit den 3 UAVs, ne? Also, seid ihr euch sicher, dass das geht? 100 pro. Wait, wie viel brauche ich dafür? Jesus Christ. Noch eine Eierkill? Die sind wirklich alle so schlecht, das ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? 1, 2, 3. Bam. Ja, stimmt, ja. Nice. Wir haben einen. Wie viel brauchen wir? 2. Ist unter mir. Nein, ist er nicht. Oh. Ah, ich kann nicht stehen. Oh nein. Oh Gott, er kann nicht. Das ist nicht möglich, dass jemand so schlecht ist. Jade, es kann nicht sein, was ich für ein Glück habe. Das kann wirklich nicht sein, ne? Noch 8 Sekunden, dann ist der Auftrag zu Ende. Oh. Der konnte was. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Nein! Ich bin tot. Oh, was hab ich? Wie viele Kills hatte ich? 14. Ist das krass, ey. Plus 1. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, jetzt, meine Lobbys werden besser. Na, so wie sich das auch gehört, Gustav. Ja, da war jetzt gerade kein Spaß mehr dabei. Den da, Chat. Den hier. Den holen wir uns jetzt. Das gibt nämlich ein Bingo-Feld. Jetzt mal nicht auf mich schießen hier, Jungs. Das müsste ein Bingo-Feld sein, oder, Chat? What the fuck? Nee, das war ja gar kein Bingo. Das war das alte Bingo. Oh, sehr gut. Schade. Was? Achso. Das meinst du. Oh, nein. Ich dachte, einen König-Auftrag killen. Dann war leider das alte Feld. Schade. 1 mehr. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt.
damit haben wir das erledigt, würde ich sagen, oder? Ich bin jetzt auch mal auf dem Board. Nein. Neu starten! Nein, es waren nur 5 Kills. Das habe ich gar nicht gesehen, da wäre ich viel mehr draufgegangen. Jetzt müssen wir Rifles nehmen. Das war Nummer 1 mit der Sniper unter 10 Meter, Chat, würde ich sagen. Kann man das irgendwie testen mit dem unter 10 Metern? Der stand quasi 2 Fußlängen von mir entfernt. Ach, du hast den Kill jetzt? Ja, ja. Verdammt. Digga, oh, er ist on the board. Shit. Zu viel gleichzeitig gemacht, I guess. Ja gut, ich bin jetzt zweimal hintereinander gestorben. Das hilft auch nicht, ne? Ja, es macht schon Bock auf eine Art, ne? Auch wenn da manche Challenges echt hart für den Arsch sind, Mann. Ja, aber es ist halt so, keine Ahnung, automatisch hast du irgendwas Sinniges in dem Spiel zu tun. Ich weiß, was ich jetzt machen will. Denke das hier. Ich würde sagen, es wurde gerade hier gefragt, ich würde sagen, ein Kill ist, wenn es nicht explizit anders da steht, nicht jemanden finishen, sondern das Initial-Ding. Nur, dass das Finishen halt dazugehört, wenn du den voll finishen musst. Also zum Tod. Ja, ja, also jetzt irgendwie, wenn zwei Leute miteinander fighten, einer wird genockt und dann hingehen mit der irgendwie den Killen, das zählt nicht. Genau, ne? Ja, 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 ja. Oh, bam. Chat ist hier sehr interessant, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Wie lange haben wir noch Zeit? 1:40. Ich weiß nur, dass hier vorne ein Bunker ist, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen da nicht mehr hin, ne? Ist mir scheißegal, was drin ist. Ich will den nur öffnen. So, kann ich den jetzt öffnen? Let's go. Was haben wir? Unlock 2 Bunkers habe ich. Ich habe die Karte jetzt nicht mehr, ne? Hallo? Ich war noch nie in einem drin. Ich guck mal ganz kurz rein. Ist ein bisschen weiter alles, als ich dachte. Okay, wir rennen raus. Ich will gerade nicht sterben. Ich war der Erste, der jetzt raus war, oder? Es gab sonst... Ein Fehlschlag ist nicht endgültig. Nur Platzierung 98. Es waren 98 Spieler in der Lobby. Hat man oben rechts gesehen und ich bin Platz 98. Ja, okay, Gustav. Ich hab noch eins. Ja, Bruder, was hast du? First Squad eliminated. Es waren 98 Spieler in der Lobby und ich bin Platz 98. Oh, oh. Oh. Ja, konnte mein Loadout nicht nehmen. Nice. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab jemanden so aus der Luft geschossen. Oh mein Gott. Fuck, man, die sind alle so gut hier, ne? Oh shit, ich hab nicht genug Leben. Oh oh. Oh, der ist gut. Das war's für mich. Bro, wer ist er? Fuck, Mann. Aber ich hatte halt auch nichts, ne? So, MPs brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Kills mit einer Rifle jetzt noch. Das war ein Rifle-Kill, würde ich sagen. So. Noch ein Kill mit einer Rifle, würde ich sagen. Die 10 UVs solltest du auch schnell machen, um HD die Reihe zu versauen. I mean, wenn ich kann, sehr gerne. You know, ist ja nicht selbstverständlich. So, aber wie gesagt, wir gehen erst auf den Contract. Habe ich da jemanden? Oh, wichtig.
Eine Ram. Okay, hier sind wahrscheinlich Leute hin, ne? Jo. War das der 10. Chat? Let's go. Bam. 10er AR-Kills hast du? Yeah, my boy. Brauchst dich gar nicht mehr bemühen. Oh, es gibt komplett 7 und 15 Contracts. Das ist ja lustig. Da. Boah, wäre die schwer zu sehen. Hab genug. Schnell, kaufen. Wir machen jetzt die Recons fertig, Chat. 2, 3. Bam. 22. Habe ich schon 10? Okay, ist ja die Frage, will ich jetzt wirklich auf Shotguns gehen? Scheiße, Mann, ich will die Bunkerkarte wieder haben eigentlich. Aber es ist halt mir gerade viel, viel wichtiger zu überleben. Ich glaube, wir gehen darauf, oder? Also langfristig müssen wir das doch machen. Ah, shit. Ja, geil. Ja, hätte ich mal die Sniper... gut, ich hätte keine Muni, ne? Oh, Shotgun. Hatte die Slug-Muni? Oh mein Gott, gegen so jemanden verlieren. Fuck. Also ich könnte halt jetzt einfach auch win gehen. Und vor allen Dingen, was, wenn er... Was sind denn Bunker? Naja, es gibt halt Bunker jetzt im Spiel. Dafür hast du nicht, Chat. Ich werde dir das doch jetzt nicht verraten, oder? Ja, dann kau mir doch einfach mal ein. Ja, wenn du möchtest. Ja, kannst ja mal versuchen. Vielleicht schaffst du das ja vor mir. You never know, ne? Also ich schon, aber du nicht. I'm gonna try. Kurz umschauen. Ah, hier. Da habe ich wohl die Bunker schon. Hä, beide? Ja, ich habe schon eine in der Runde davor gehabt. Ja, okay, übertreib, Gustav. Geh doch wieder Elden Ring spielen, Junge. Ja, da bin ich ja noch besser. Oh, Digga, Shots feiert. So ein Bengel, ey. Ich meine, hab ich dir bis jetzt deine Horizontalen und ich muss aber auf da. Ja, du siehst schon, was ich vorhabe, oder? Ja, aber du hast jetzt auch schon 7 Felder, Digga. Ja, läuft ganz gut. Rise of the Bot habe ich gerade getötet. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ernsthaft? Verbündete Ausrüstung ist unterwegs. Nein. Mann! Ach, ihr seid solche scheiß Sweats, Junge! Ich muss jetzt so unbedingt den Gulag gewinnen, das wird mich so sauer machen. So wichtig, so wichtig. Oh mein Gott. Ich will nicht so schwitzen müssen. 3, ne? Haben wir jetzt. Lodi 3. Ein Schuss, ne? Der hat deinen Auftrag. Fortnite? Gibt's dieses Bingo auch für andere Games? So Fortnite und so? Oder ist das so rein Warzone-spezifisch? Oh, gerade einen harten Kampf gehabt. Gibt's für ganz, ganz viele Games. Ich weiß nicht immer, wie aktuell die sind, aber anscheinend, also das scheint mir aktuell zu sein. Wobei nicht ganz. Recon und so.
Gibt's ja nicht eigentlich. Okay. Mach ich nichts gegen? Scheiß auf den. Ah, ich meine, der könnte viel Geld haben, ne? Das darf mich jetzt einfach nicht beschäftigen. Digga, das dauert so ewig lang, bis man eine Lobby hat. Das ist so insane, ne? Ja, also wenn man das schnell haben will, ist das natürlich ganz, ganz schlimm, ja. Ich weiß nicht, wie gut man hier raus schießen kann, Chat. Und hier vorne sind bessere Autos. Arschloch. Richtige Schwitzer jetzt hier. Ne? Ja, keine Ahnung, was ich da noch zusätzlich aufgenommen habe. Das wollte ich unbedingt, jo. Ich will auf jeden Fall jetzt noch mein letztes Loadout kaufen, wenn ich kann. Kill one enemy while a passenger of a moving vehicle. Vielleicht schaffe ich das. Oh wait, hier kann ich vielleicht sogar einen rausschießen stattdessen. Nee, da, aus dem Auto schießt du niemanden raus, oder? Ich habe halt meistgesuchten Auftrag, der gleich abläuft. Oh, warte. Ein Fehlschlag ist nicht endgültig. Nur eine Gelegenheit, sich zu verbessern. Meistgesuchter Auftrag gescheitert. Okay, dem muss ich dir kurz erzählen. Ich fahre mit dem Fahrzeug auf jemanden zu. Denk mir, oh nice, steig auf die Beifahrerseite hin, um ihn dann raus zu erschießen. Und er schießt so weit auf den Fahrersitz daneben, dass er mich im Beifahrersitz headshottet. Also, ich habe gerade schon zum Chat gesagt, wenn diese Vehicle-Challenges nicht wären, wäre Rebirth, wenn man im Duo reingeht, also noch spannender. Weil wenn du drüber nachdenkst, wenn du zum Beispiel so einen Kopfgeldauftrag annimmst, ne? Ja. Hast du ja sogar den Struggle, wer es schafft, den zuerst zu killen. Ich gehe jetzt voll auf Contracts. Also wirklich gar keine Kills machen oder so, wenn es nicht sein muss. Wenn du einen Auftragsmord begehen sollst und der stirbt so, ist das für uns kein Win, ne? Nee. Okay, man muss den schon selber killen. Ja, das ist vollkommen, ja. Das wäre sonst ein bisschen langweilig. Genau. Noch ein Lodi und 9 Contracts. Uff, das ist viel. Kann man halt easy in einer Runde schaffen, ne? Aber... ja, läuft jetzt nicht so krass bisher. Wer bist du? Und warum? Oh mein Gott, war das gerade knapp, Junge. Ach. Oh mein Gott, ich war von allen Seiten die ganze Zeit beschützt. Okay, also die Rücken. Ist nur noch anstrengend, alle hier. Bei dir ist es spannender als bei Hardy. Soll er sein Maul halten? Ja, ist wirklich so. Was soll das? Wenn man die Füße lecken kann er mir. Wer war das? Ist das einer? Safe einer? Nein, der ist ganz neu. Achso. Okay. Ist denn wie geil finde ich die. Oh, 3 Granaten! Wie geil findest du dich jetzt, Nexlau? Erzähl mal, wie geil findest du dich jetzt? Ich habe den Auftrag geschafft, I'm happy. Nein, man sieht gar nichts. Okay, Shotgun-Kill. Okay, wir machen erstmal Ausrüstung zu Ende, ne? Okay, das haben wir. Wir spielen so rum. Let's go. Was habe ich gesagt? Ist das der 12. oder der 13. schon? 13. Ich würde sagen, das war ziemlich fucking nice von mir. Oder? Oh. Oh, das war's. Drei Leute in dem Haus. Hab ich ihn? Yo! 14! No fucking way!
Na komm. Digga, darf ich? Oh, das ist so eine aufladbare. Ugh. Sorry, Bro. Das war's nicht. Ey, ich gewinne jetzt die Runde, oder? Nein. Oh mein Gott. Das wird eine enge Kiste, glaube ich. Ja, ja, ist ja auch okay, so. Aber ich, wie gesagt, Gustav hat jetzt, keine Ahnung, 10 Felder oder so. Was hat er da? 9? 10? Ja, aber ich find's schon ganz geil, dass ich gerade eine Runde gewonnen habe. Hast du? Hast du einen Solo-Win gemacht? Ja, nice. Ich hab einen Solo-Win mit 11 Kills gemacht. Nice. Oh mein Gott, das hat sich ganz gut angefühlt. Ja, bitte Aufklärungsüberflug. So, das ist die 9. Eine Drohne noch. Ein Messerkill noch. Was ist das, was Gustav machen muss für seine Linie da? Was ist das letzte? In diese zweite Reihe da. Was ist das? Ich kann das jetzt gerade nicht nachgucken. Drohne. Okay. Bitte Aufklärungsüberflug. Okay, wir haben 10 Drohnen voll. So, wie gesagt, ein Auftrag noch. Dann haben wir den Bingo und dann ist Gucci. Auf jeden Fall das da. Das ist der schnellste Auftrag für mich bisher. Klar, Killauftrag kann schneller sein, aber Killauftrag hat vor allen Dingen die Gefahr, dass mir jemand den wegschnappt, ne? Wenn ich jetzt einen Killauftrag nehme und der Auftragstyp stirbt, dann habe ich einfach Pech gehabt. Und das will ich ja nun wirklich nicht. No way. Ich habe die ersten Schüsse alle nicht getroffen. Das meine ich halt so, Bro. Du kannst nie wissen. Hoffentlich gewinnen wir das. Ansonsten, oh mein Gott, dann zieht sich das jetzt gerade so, ne? Aber wenn er jetzt noch gewinnt, dann lache ich. Er hat so sehr dahin gezielt. Let's go, Chat. Paar Sekunden warten, dann haben wir es. Boom. Let's go! Ja, GG. GG, Gustav. GG. GG. Dankeschön, Mann. Das lief. Ich hatte durch die erste Runde habe ich so überzeugt. Aber ich meine, jetzt gerade die Runde mit dem Win war natürlich auch krank. Ne? Dann habe ich auch, ich glaube, ich habe 7 Contracts in einer Runde geschafft dadurch.